Hallo zu einer kleinen Seitenvorstellung zum Thema Gold in WoW. Und zwar heute die Seite Auctioncraft Sniper. Mir ist die Seite recht neu, ich habe die vorher noch nicht gekannt und will euch ein paar Sachen zeigen, was man damit anstellen kann. Sehr oft stellen Leute die Frage, wie kann ich mit meinem Beruf Gold machen? Welche Items von meinem Beruf bringen momentan Gold? Es gibt Seiten wie also Ingame-Addons wie TradeSkillMaster, die anhand vom Crafting, von dem Menü, von dem Fenster anzeigen, welche Sachen gerade Gewinn bringen, welche Minus. Für Leute, die nicht gern mit TSM arbeiten, wäre zum Beispiel Auctioncraft Sniper eine Variante. Und zwar, wenn wir da auf die Seite gehen, haben wir da unsere Dropdown-Auswahl und können Server unserer Wahl nehmen. Natürlich den nehmen wir jetzt, wo ich drauf bin. Sagen wir mal Alleria. Dann suche ich mir aus, für welchen Beruf will ich was wissen. In meinem Fall will ich jetzt für meinen Schneider wissen. Ich wähle die aktuelle Erweiterung. Es gibt momentan nur BFA. Ich gehe aber davon aus, wenn schon das Dropdown-Menü da ist, dass der Besitzer dieser Seite in Zukunft auch die anderen Erweiterungen noch dazu nimmt. Sollte jemand im späteren Verlauf dieses Video mal schauen und es geht das Dropdown-Menü schon, kann ich nur jetzt schon darauf warnen. Gerade in Pandaria gibt es sehr, sehr viele Transmog-Items, die zwischen 100 bis 200.000 Gold angezeigt werden im Auktionshaus, im Undermine-Channel. Das heißt aber nicht, dass ihr die dann auch so schnell verkauft bekommt. Da wird dann gerade jetzt bei bei Pandaria oder bei Burning Crusade wird es wahrscheinlich ewig lange Listen geben, wo ihr zigtausend Gold machen könntet. Nur die Herstellungskosten sind teilweise manchmal für ein Schild oder für eine Waffe, gehen wir jetzt vom Schmied aus, Burning Crusade, Schmied, das Teufelsstahl Langschwert, das sind dann ewig lange Listen mit, zeigt euch an, 70.000 Gewinn, 80.000 Gewinn oder auch aus Lich King sind auch verschiedene Waffen dabei, die bis 200.000, 300.000 Gold momentan im Auktionshaus stehen, weil die Leute die einfach so teuer reinstellen. Verkauft werden von denen die selten, aber die Herstellungskosten sind teilweise 30.000, 40.000 Gold. Das heißt, ihr investiert da vielleicht 2-3 Millionen ist übertrieben, aber ein paar hunderttausend Gold und sitzt vielleicht ewig drauf. Also wenn, würde ich persönlich die Seite nur für BFA erstmal nutzen, weil die aktuellen Items sind eigentlich wirklich realistisch, dass die Preise stimmen, die im Auktionshaus sind. Zurück zum Thema, dann haben wir da eine Settings-Auswahl, zu dem komme ich noch. Wir haben jetzt mal Alleria und Schneider und drücken mal auf Search. Wir sehen jetzt da, das letzte Update war von 23 Minuten. Die Preisquelle, die diese Seite nutzt, ist der Undermine Journal. Ich klicke mal darauf. Ich habe da auch schon ein Video dazu gemacht. Der Link steht in der Beschreibung, was der Undermine Journal ist, welche Funktionen es hat. Also eine Multifunktions-Website, die wirklich viel Hilfe hat, also wirklich jedem helfen kann. Nächstes Update ist eine Stunde, also die Preise, die da drin stehen. Was hat uns jetzt die Search-Anzeige gezeigt? Ich sehe jetzt, dass auf der ersten Stelle eine 340er Stiefel sind vom Schneider. Die Herstellungskosten für diese Stiefel 1500 Gold sind. Im Auktionshaus für 17.000 und ich damit 15.500 Gewinn machen würde. Würde ich sie jetzt herstellen und im selben Moment verkaufen. Das gleiche ist da für den Umhang, Gürtel, Armschienen, Hose. 340er Zeug ist eigentlich wirklich momentan auch für jeden Beruf, lohnt sich und bringt eigentlich meistens Gewinn. Das 310er Gear ist unter Anführungszeichen sinnlos geworden, weil jemand, der frisch Charakterlevel 120 hat, wird sich wohl eher 340er Ausrüstung kaufen, anstatt 300er oder 310er jetzt. Dort unten haben wir noch die 225er Sachen, sind auch eigentlich gefragt, nicht so wie das 340er Zeug, aber die Leute, die frisch 110 geworden sind, oder 111 besser gesagt, braucht man, die kaufen eigentlich gern das 225er. Speziell Twinks, die aus Legion kommen und vielleicht mit 170, 180 Item Level rumlaufen.
Wir gehen aber jetzt nochmal zurück, wie setzt sich da die Materialkosten zusammen? Wenn wir drüber fahren, sehen wir, dass das Tiefseesatte, dass ich 15 Stück brauche, 48 Gold der Einkauf ist und 732 Gold dann das Ganze ausmacht. Dann brauchen wir noch das bestickte Tiefseesatte, brauche ich 20 Stück, komme auf 780 Gold. Und Expulsum 1. Jetzt gibt es die Variante, wenn wir jetzt unter die Settings gehen, dort die unteren zwei Sachen, ist, dass er die Expulsum-Kosten mit in die Materialkosten mit einrechnen soll. Das wäre jetzt die Variante, wir drücken auf Search. Jetzt sind wir schon bei einem Expulsum-Preis von 578 Gold. Wie setzt sich der zusammen? Dort haben wir oben rechts, sehen wir das, und zwar Expulsum 578 Gold. Cheapest Scrapping Item ist die Schimmerschuppen-Armschiene, die 225er. Für die Leute, die das schon gemacht haben, die wissen, um was es geht. Die billigste Variante ist entweder Schneider- oder Lederarmschienen, die 225er herstellen, so viel wie möglich. Diese dann in den Scrapper, der in Boralus und Dasar Alor stehen, also in den zwei Städten der Fraktionen, wo man, wenn man diese zerlegt, Materialien zurückbekommt und im besten Fall noch Expulsum. Die Rechnung ist so, dass auf 6 Armschienen kriegt man normalerweise ein Expulsum. Das heißt, die 6-mal diese Armschiene hergestellt, gibt 578 Gold. Ich weiß nicht, ob es genau jetzt 6 oder wie es, den Faktor habe ich noch nicht wirklich rauslesen können, aber so um die 6 bis 7 Mal braucht man und dann kriegt man ein Expulsum. Die zweite Variante dort unten wäre die Variante, dass man die 225 Armschienen herstellt. Mit Glück kriegt man 233 Armschienen und wenn man diese Armschienen entzaubert, die 233er, die blauen, kriegt man einen Umbralsplitter, im besten Fall zwei Umbralsplitter und Düsterstaub. Und in der Rechnung, da weiß ich nicht, wie sie das genau gerechnet haben, ob auf 10 Armschienen eine blaue dabei ist. Auf jeden Fall mit ihrer Rechnung, und ich denke mal, das ist schon überlegt und durchdacht, ist es so, dass momentan mich das Expulsum fast, also zu 0. Das heißt, ich würde eigentlich für das Expulsum 0 Gold brauchen, sofern ich die ganzen blauen Armschienen alle entzauber und im Auktionshaus verkaufe. Das heißt, ihr könnt euch selbst überlegen, entzaubert ihr die blauen, müsst ihr das untere nehmen, entzaubert ihr nicht die blauen, sondern zerlegt alle, dann die obere Variante. Ich bin jemand, dass ich immer die Expulsum somit einreche. Im Endeffekt bleibt es nur mehr Gewinn. Also ich würde nicht so knapp alles brechen lassen. Wir nehmen jetzt da und haben ja schon gesagt, jetzt geht es, sind 578 fürs Expulsum. Es ist unser Profit natürlich um das kleiner geworden. Dann, was haben wir noch? Dort unten können wir zum Beispiel eingeben, wie viel Gewinn wir mindestens pro Item machen wollen. Ich gebe da jetzt 500 Gold ein und drücke wieder auf Search. Und ihr seht, jetzt sind die anderen Sachen weg. Sind zwar noch im Gewinn, die vier, aber mir zeigt es nur noch die an, wo ich mindestens 500 Gold Gewinn mache. Jetzt seht ihr schon da die zwei Dropdown-Menüs Show Lossi-Rezepte. Das heißt, das sind die Rezepte, mit denen ich keinen Gewinn machen kann. Das sind BFA-Items, bringen mir aber keinen Gewinn. Bestes Beispiel, der Tiefseebeutel. Herstellungskosten liegt bei 1320 Gold, im AH für 1100. Macht keinen Sinn, solche Taschen herzustellen, wenn ich 200 Gold minus pro Tasche mache. Und dann haben wir noch die Unlisted Items. Das heißt, warte, können wir nochmal, machen wir das Dropdown zu, sondern Show Unlisted Rezepte. Das sind die Sachen, die momentan nicht im Auktionshaus stehen. Das heißt aber für uns, das finde ich ein bisschen komisch von der Seite, das heißt aber nicht im Umkehrschluss für uns, dass wir mit denen keinen Gewinn machen können, sondern im besten Fall entscheiden wir, wie teuer das Item reingeht. Wir können da draufklicken und sehen, dass dieses Item seit 6 Tagen nicht mehr im Auktionshaus ist. Das heißt, für mich logischerweise stelle ich die alle her, weil dann bin ich derjenige, der sagt, okay, die sind jetzt für 2500 im Auktionshaus.
Das finde ich nicht so klasse von der Seite. Die nimmt immer den Min-Buyout, also das Item, was gerade im Auktionshaus ist, als billigstes und dann rechnet anhand diesen den Profit. Die Sachen werden aber leider ausgelassen und die machen unter anderem auch sehr viel Gewinn. Das zu dem. Jetzt gehen wir noch mal kurz zu den Settings durch. Automatisch, das heißt, wenn ihr Aleria und Schneider immer haben wollt, wenn ihr die Seite öffnet, setzt man da den Haken und es wird immer die Seite aufgemacht, die ihr zuletzt verlassen habt. Dann Always, also dass euch immer die Rezepte anzeigen, die Minus machen. Die unlisted Rezepte, dass ihr euch auch im Endeffekt alles anzeigt. Das wird dann so ausschauen, dass diese Sachen automatisch da sind. Kann man, muss man nicht. Blacklisted Items in dem Fall finde ich uninteressant, weil wenn, dann will ich schon alle Rezepte sehen, brauche keine Blacklist für die Rezepte. Für was haben wir da? Das ist für die Potions, für die Flask 1,4 Procrate. Jetzt will man mal den Beruf Alchemie, müssen da das Gold auf 0 setzen. Wir nehmen Alchemie und drücken auf Search und sehen, okay, mit diesen zwei Sachen würde ich einen Gewinn machen. Oder mit diesen drei Sachen. Es steht auch dabei, dass diese Brocken könnten. Das heißt, es muss nicht sein, jeder, der Alchemie hat, weiß, es kann ein 20er Brock auch sein. Dann habe ich aber richtig viel Gewinn gemacht. In dem Fall rechnet er jetzt damit ein. Herstellungskosten 500 Gold. Verkauft für 900, 889 Gold, 377 Gewinn. Habe ich jetzt einen Brock von 10, dann ist logisch, dann habe ich da 8000 Gold bei Herstellungskosten von 500. Dafür gibt es die Variante da mit Potions, eins, mit einer Brockrate von 1,4. Das heißt, man hat rausgefunden, oder es ist einfach so, in den meisten Fällen kann man sagen, dass auf 100 hergestellte Flask ich 140 am Ende in der Tasche habe. Das heißt 40 Gewinn, das heißt mit einer Brockrate von 1,4. Wenn wir jetzt da nochmal suchen, dann kommen schon wesentlich mehr Sachen daher. Ihr seht, die Materialkosten sind 928 Gold. Die Flask ist aber für 725 drin, wäre im unterm Strich natürlich ein Minus. Dadurch, dass wir aber eine Brockrate von 1,4 rechnen, mache ich am Ende doch Gewinn. Aber jeder, der Alchi hat, dem brauche ich das nicht erklären, der weiß, dass es einfach von seinen Brockraten abhängt. Das wäre das Ganze zum Beruf. Wie gesagt, es gibt Alchemie, alle möglichen Berufe sind drinnen. Ich glaube, dass das für manche vielleicht wirklich interessant sein kann oder mal zum Einstieg in die WoW-Berufe schauen kann, okay, was lohnt sich vielleicht auf dem Server? Nur, das sind alles so Momentaufnahmen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal dann nur Lederer auf Aleria. Ja, da habe ich nur Gewinn, 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 Gewinn ohne Ende. 340er oder 310er, wie gesagt, aufpassen. Aber da die 340er Sachen haben schon ordentliche Gewinnspannen. Also, wie gesagt, kleiner Einblick in die Seite. Ich hoffe, es war interessant. Wenn ja, würde mich freuen, wenn man vielleicht, oder sollten noch Fragen sein, einfach in die Kommentare schreiben. Und soll es euch gefallen, würde ich mich über ein Abo von meinem Kanal freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.